Lina, 12 Jahre, behauptet, ich erkenne mehr Blumen nur anhand des Inneren der Blüte als Schauspieler Hans Siegel. Lina und Hans bekommen abwechselnd eine Detailaufnahme des Blüteninneren einer Gartenblume gezeigt. Hier sind nur der Stempel und die Staubfäden zu sehen. Die Duellgegner müssen nur anhand dieses winzigen Ausschnittes die Blume erkennen und richtig benennen. Jeder bekommt 4 Aufgaben. Klein gegen groß. Auf los geht's! Los! Hier ist die erste Blume für Lina. Wow. Also, die kennt der Kai auch. Ich weiß nicht, ob von innen, aber die kennt der Kai. Das ist nämlich die Tulpe. Das ist lustig. Ich komme ja aus Leipzig und Tulpe klingt im Sächsischen und im Fränkischen gleich. Wir sagen auch immer, es ist eine Tulpe. Dann gucken wir mal, ob es eine Tulpe ist. Es ist eine Tulpe. So, dein Fanclub steht Kopf, Lina. Der erste Punkt. Und die erste Aufgabe für Hans Siegel. Hans, Sie. Was? Nimm B? Ach, nee, Sie. Ich kann nicht B nehmen, Nora. Ich muss was sagen. Ich glaube, das ist der Storchschnabel. Ein Korbblütler, erster Sahne. Der feine Herr Siegel. Bitte. Ne? Okay, gut. Du sagst, es ist der Storchschnabel. Es ist der Storchschnabel. Aber es ist kein Korbblütler, gell? Ist es ein Korbblütler? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war eine falsche Information. Egal. Egal. Ne? Klang aber gut. 1:1. Zweite Aufgabe für Lina. Den haben wir zu Hause auf dem Feld auch. Aber das wäre der Klatschmohn und das hier ist die Mohnblume. Sieht toll aus, ne? Ja. Ja. So, du sagst die Mohnblume und es ist Mohnblume. Perfekt. Zweite Aufgabe für Hans Siegel. Ja. Ja. Komischerweise glaube ich, das zu wissen. Eine Anemone. Right? Ja, er ist eine Anemone. Ja, also er gibt zumindest vor, ein ernstzunehmender Gegner zu sein. Wir lösen es auch auf. Das ist die Anemone. Hm? 2:2. Nächste Aufgabe für Lina. Also die erkenne ich, weil das mittlere erinnert mich irgendwie so an Fell und deshalb ist es die gewöhnliche Kuhschelle. Bei uns haben auch Nachbarn Kühe. Bevorzugt meist schattige Stalleinfahrten. Hingegen, wenn es trocken oder sonnig ist, dann geht sie auch ein bisschen nach draußen, anderen aber eher am Haus zu finden. Ja, ja. Demnächst im ZDF, meine Damen und Herren, der Berggärtner. So, wir lösen das auf, Lina. Die gewöhnliche Kuhschelle. 3:2. Entschuldigung, ich wollte gar nicht lange unterbrechen, aber wenn euch die Challenge gefällt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und denkt an die Glocke. Ne? So, jetzt geht's weiter. Und dritte Aufgabe für Hans. Ich sage, das ist die Amaryllis. Amaryllis? Amaryllis. Und es ist die? Amaryllis. Amaryllis. 3:3. Nora Tschörner ist schwer beeindruckt, Hans. Nö, ich bin beruhigt und aber auch wustig. So, die vierte Aufgabe für Lina. Konzentration. Das ist eindeutig der Hibiskus. Hm?
Ist das ein vierter Punkt, Lina? Der Hibiskus ist richtig. Jetzt hast du es in der Hand. Ja, ja, ich befürchte das Schlimmste. Ob wir ins Stechen gehen. Ich befürchte das Schlimmste. Vierte Aufgabe. Da. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos, Lina. Warte mal, wie kurz, Kai. Was meinst du, wie viele Blumensträuße ich von der Mama kriege, wenn ich dich jetzt gewinnen lasse? Nein, ne? Passionsblume. Die Passionsblume. Wie viele verschiedene Arten von der Passionsblume gibt es ungefähr? Viele, das kommt drauf an. Sehr viele sogar. Sehr viele. Ja. Über 500, habe ich mir sagen müssen. Ja. Ja. Aber ist das überhaupt eine Passionsblume? Ja. Jawohl! Und damit sind wir im Stechen in diesem Duell. Bist du Links- oder Rechtshänder? Hans? Wenn ich jetzt weiß, reiße ich beide rauf. Okay, gut. Also volle Konzentration. Ja. Wer mindestens einen Arm schneller oben hat, darf als erstes antworten. Hier kommt die alles entscheidende Aufgabe. Hier ist die Blume zum Stechen. Ich glaube, da müssen wir noch mal ganz kurz eine Zeitlupe bemühen. Ach komm jetzt. Ja, Videobeweis. Ehrlich? Ja, 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 aber da müssen wir schon gucken. Das war, ihr wart so schnell. Ich war zuerst. Ja, ja. Aber ich mag Linas Blick gerne. Ja. Ja. So, Lina, du bist uns noch eine richtige Antwort schuldig, denn nur dann hat es Sinn gemacht, dass du auch schneller warst. Es ist? Die Zinie. Ja. Die Zinie. Und das ist? Richtig. Richtig. Und damit gewinnt Lina das Blumenduell. Super. Herzlichen Glückwunsch. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.